So schließe nun deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Konzentriere dich auf deine Liebe und auf dein Licht, denn du bist das Beste, was die Erde trägt. Dann atme das Licht der Liebe ein und dehne dich mit diesem Licht aus, so weit wie du kannst. Und dann versuche in diesem Zustand zu bleiben, währenddessen ich nun die Meditation mit dir machen werde. Konzentriere dich ganz intensiv auf deinen Atem und erlaube deinem Körper, sich zu entspannen, sich so weit zu entspannen, dass du ganz ruhig wirst und du dich wohlfühlst. Schließe deine Augen und atme tief ein und aus. Stelle dir nun ein helles weißes Licht vor, das dich umgibt und dich einhüllt. Und spüre nun in dein drittes Auge hinein, denn auch dort fließt dieses helle Licht. Es fließt mit deiner Absicht und deiner Aufmerksamkeit. Du kannst dir vorstellen, wie sich dabei dein drittes Auge öffnet und ausdehnt. Vielleicht kannst du das Licht vor deinem geistigen Auge wahrnehmen, wie es hell leuchtet. Und dann erlaube der Energie, von deinem dritten Auge in deine Zirbeldrüse hineinzufließen. Vielleicht kannst du den Energiefluss spüren, denn nun wird dein Bewusstsein ausgedehnt, mit Licht durchflutet. So lege nun deine Hände auf dein drittes Auge und spüre die Energie. Spüre diese helle, weiße Energie. Und nimm nun eine Hand und lege sie auf dein Herz, sodass nun eine Hand auf dem dritten Auge liegt und eine Hand auf deinem Herzen. In diesem Moment verbindet sich die Energie des dritten Auges mit deiner Herzenergie. Es entsteht ein Kreislauf der Liebe. Und dein drittes Auge spürt deine Herzensliebe, deine Kraft und den Frieden aus deinem Herzen. Mit dieser Energie lädt es sich auf und wird gestärkt. Und diese Energie fließt direkt in deine Zirbeldrüse hinein. Auch dort dehnt sie deine Zirbeldrüse aus, reinigt sie und erfüllt sie mit kraftvoller Lebensenergie. Spüre die Wellen der hohen Energie, wie sie dich nun durchfluten in deinem Kopf zwischen dem dritten Auge und der Zirbeldrüse. Ein Kreislauf des Lichtes der Liebe entsteht und ist bei dir. Lass dich von diesem kraftvollen Licht der Liebe berühren. Und erlaube, dass dieses Licht so tief fließt, wie es geht.
öffne deine Zellen und dein Herz und spüre, wie du mit der vollkommenen Liebe des All-Einen verbunden bist. Denn dieses Band der Liebe wird dich ewig verbinden, wird immer für dich da sein. Und so wird jede negative Energie von dir abprallen, denn du bist eng verbunden mit der göttlichen Schöpferkraft. Deine Zirbeldrüse aktiviert sich auf die nächsthöhere Stufe und dein drittes Auge wurde geweitet und geöffnet, so wie es gut und richtig für dich ist. Spüre noch ein wenig diese wundervollen Energien und danke gleichzeitig den Energien und deinem dritten Auge und deiner Zirbeldrüse und deinem Herzen für das, was heute geschehen durfte. Und wenn du bereit bist, dann komme wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und öffne deine Augen, sei ganz wieder da. Ich danke euch allen sehr für das große Licht und für die Liebe, was hier geflossen ist. Und ich wünsche einem jeden Einzelnen, dass sich die Zirbeldrüse, so wie es richtig ist, aktiviert hat und nun wieder zu wachsen beginnt. Smarana, ihr Lieben, Smarana aus meinem Herzen. Und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Video, wenn wir uns wiedersehen. Vor allen Dingen werden wir uns auch wiedersehen, viele von euch, zum Marburger spirituellen Treffen im August. Da freue ich mich besonders darauf. Tschüss.